Nein, nein, Nur nein. hab ich dir ja vorhin in der Kantine schon Ja, gesagt, ja, ja, ja. wenn, du hast ja hier einen Kollegen gefragt, ob er die schon kennt und er kannte sie nicht und dann erzählst du sie und dann habe ich ja nur gemeint, Michi, das ist ja immer so, wenn du dir Geschichten ausdenkst, kennt die noch kein anderer, bis du sie erzählt hast. Prost, Chris. Servus, Michi, hi. Wir haben möglicherweise bald wieder ein Energieproblem. Was? Weil, ja, naja, weil der Reaktor läuft natürlich. Das Jellurium wird weniger. Dafür wird das Cyanid immer mehr. Deswegen möchte ich einen sogenannten Cyanid-Reprozessor bauen. Mit dem hat es folgende Bewandtnis. Also das Cyanid ist im Endeffekt der giftige Abfall, der aus dem Reaktor rauskommt. Und mit diesem Reprozessor kann man aus zwei solchen Barren ein Barren Plutonium herstellen. Und zwar nicht Plutonium, sondern wirklich Plutonium. Also der ist auch blau. Den wiederum kann man auch wieder dem Reaktor verfüttern zum Energiegewinnen. Ja, das heißt, auf Dauer wird der natürlich, braucht sich natürlich trotzdem alles auf. Aber nachdem wir jetzt hier schon wieder so viele von diesen Cyanid haben, lohnt sich das auf jeden Fall. Für diesen Reprozessor haben wir, glaube ich, auch schon. Prozessor. Da ist er. Haben wir auch, glaube ich, alles. Also der ist auch einfach gebaut. Im Endeffekt, das ist ja auch wieder hier Big Reactors. Das heißt natürlich wieder Reaktor-Casings, aber die hatten wir, glaube ich, sogar automatisiert. Bisschen Eisen, bisschen Redstone-Pisten und ein Jellurium-Fuel-Rod. Und dann haben wir das Ding. Das Problem ist nur, das Ding selber braucht Strom und es braucht auch Wasser. Deswegen bauen wir jetzt auch noch einen. Schreibt er sich so? Genau. Einen Aquarius Accumulator. Ach ne, wir haben sogar einen schon drinnen. Sehr gut, dann nehmen wir den gleich mit. Aber ich zeige jetzt trotzdem mal, wie der gebaut wird. Ein Eimer, Machine Frame, Koppergier und Glas. Und das Glas, da gibt es ja halt verschiedene Stufen. Und auch bei dem Machine Frame gibt es verschiedene Stufen. Ich habe links das schon mal ausprobiert und gemerkt, dass hier der Basic für unsere Zwecke vollkommen ausreichend ist. Deswegen baue ich jetzt auch erstmal den. Hatte ich schon gebaut. Was wir allerdings auch noch brauchen, weil wir haben ja dann den Reaktor. Ich will es unten direkt neben den Reaktor bauen. Und das heißt, da haben wir natürlich auch Strom. Vorausgesetzt, wir haben so ein Power-Tap auch noch angeschlossen. Das heißt, das nehme ich auch noch mit. Dann brauchen wir wieder Conduits. Und zwar brauchen wir keine Item-Conduits, weil unten ist ja auch ME-System angeschlossen. Ich will ja, dass das aus dem ME-System rausnimmt und die fertigen Barren wieder zurückliefert. Wir brauchen hier wirklich nur die, na, wo sind wir denn? Die Energy. 64 sollte auch reichen. Oh, brauchen wir noch was? Ja, nehmen wir vielleicht nochmal Smart Cable mit. Da haben wir links von denen kaum noch. Stellen wir gleich nochmal welche her. Sollte relativ schnell gehen. Ja, genau, haben wir schon wieder 20. Und wir brauchen einen Importbus, damit wir die Sachen wieder zurückbekommen. Wir brauchen einen Exportbus, um. Da haben wir gar keinen. Den craften wir auch gleich mal. Zack, fertig. Um die anderen Items reinzuliefern. Und was wir auch noch brauchen, das brauchen wir nicht, eine Crafting Card. Capacity Card, genau. Capacity Card brauchen wir eine noch, zeige ich gleich. Das liegt dann daran, dass wir die neuen Plutonium Barren ja dann auch automatisch in den Reaktor liefern lassen wollen.
Ihr könnt jetzt sehen, ich habe sie hier auch nochmal umgebaut mit den Fischern. Also das mit dem Glas sah einfach doof aus. Ich habe jetzt einfach Stein entsprechend drum umgesetzt. Ist glaube ich schicker. Genau, hier ist der Reaktor und hier sieht man auch ganz gut, wir haben 5942 von dem Ellorium, was quasi aktuell hier in dem Access Port automatisch reingeliefert wird und quasi für die Energiegewinnung verwendet wird. Und hier bei dem anderen Access Port, da kommen im Endeffekt das Waste, also praktisch der Abfall, der giftige Abfall raus. In unserem Fall hier also das Cyanid. Ja, und da haben wir jetzt halt schon 8683 Barren. Und ja, damit kann man so erstmal nichts machen, zumindest wüsste ich nichts. Wir können es aber halt wieder aufbereiten letzten Endes. Hast du das heute eigentlich in der Zeitung gelesen und mitgekriegt? Also es wäre so der ideale Job. Die suchen ja so im wahren Leben das Atomendlager. Da haben wir ja offiziell in Deutschland noch keins. Ja, und du bietest deinen Keller an. Nee, die suchen. Und die Kommission rechnet damit, dass sie bis zum Jahr 2170 suchen wird. Naja, du, aber dann hat man einen Plan, doch, das finde ich gut. So sagen. Also, und bis dahin muss es halt weiter nach, weiß nicht, Frankreich und so, muss man. wenn man das denen glaubhaft, wir suchen, aber es ist natürlich nicht so einfach. Wir können es leider erst in dem Jahr. Mhm. Also ich fand, das klang nach krisensicherem Job. Ja. Ja, finde ich gut. Ja, ne? Also. Fluidpipe. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja, du, immer ganz ehrlich, ich meine, das wird auch noch... wahrscheinlich das Suchen ist gar nicht das Problem, sondern halt wirklich dann die Leute dort alle davon überzeugen, dass das da wirklich da bei dir in der Nachbarschaft hin muss. Ja. Ach komm, nimm mal hier mal Stone Fluid Pipes. Ich mache jetzt hier übrigens auch mit Pipes. Oh, cool. Ja, ich weiß, gefällt dir bestimmt. Weil ich muss hier Wasser rüberliefern und ich dachte mir, ja, was soll's, komm, dann können wir das können wir doch auch mal so machen. Sollen wir hier nochmal gucken. Also hier wollen wir eigentlich... Ich glaube, das müsste so schon gehen. Könnte man natürlich auch noch mal eins weiter runtersetzen, dann ist das auch... Ach komm, nee, den lassen wir jetzt so. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht reinfällt. Genau, der legt jetzt hier interessanterweise auch schon los. Irgendwie braucht der keinen Strom. Finde ich interessant. Da steht auch nichts. Also der füllt jetzt hier schon. Das heißt, hier müsste eigentlich dann... Ja gut, der legt vielleicht erst los, wenn es soweit ist. Oder muss man ihm, hier müssen wir ihm vielleicht noch sagen, wo... Ah ja, Wasser vielleicht. Ja. Wasser ist blau, oder? Ja, mhm. Genau. So, das heißt, hier kommt auch schon mal Wasser rein. Jetzt machen wir Folgendes. Ich hoffe... Ja, das hat hingehauen. Machen wir hier einen neuen Stromport. Liefern dem quasi von hier vorne Strom hin. Das müsste eigentlich sogar so gehen. Und jetzt haben wir, ich hatte hier auch schon mal, seht ihr hier auch schon mal Kabel gelegt. Da kommen wir jetzt im Endeffekt hier runter. Ja, das war jetzt wieder super. Falsches Ding. So, und dann haben wir hier die beiden Busse, dann kriege ich das sogar hin, genau,
So, theoretisch schaut es eigentlich schon ganz gut aus. Die Dinger sind Missing Channel. Die weiß online. Ah, okay. Ich hatte schon Angst, weil theoretisch müsste das noch reichen. Hier haben wir nämlich nur 2 von 8. Hier wird es dann schon mehr. Aber bis nach oben, glaube ich. Oben sind jetzt wahrscheinlich die 32 belegt. Oder 30 müssten es auf jeden Fall sein. Okay, also das heißt, das Ding hat jetzt Strom, kriegst direkt vom Reaktor. Es hat Wasser, das bekommt er hier automatisch von dem Aquarius Accumulator. Auch in ausreichenden Mengen, wie gesagt. Das kann ja hier laufen, ist ja wurscht. Ich meine, das ist auf jeden Fall schneller wie der Verbrauch hier im Reaktor. Insofern ist das okay. Dann haben wir hier den Import- und Exportbus. Das heißt, gerade der Exportbus, da kommt natürlich jetzt ein Jellorium rein. Ja, da schnappen wir uns hier eins. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, wo haben wir das denn? Import. Hier haben wir den Exportbus. Und jetzt sollte der eigentlich da schon reinliefern. Macht er noch nicht. Weil er noch nicht weiß, von wo die Items kommen. Hier ist grün und hier ist rot. Das ist natürlich jetzt Schmarren. Eigentlich sollen die hier ankommen. Muss ich da? Ah, muss ich den Bus um. Okay, muss ich andersrum machen. Kein Problem. Dann machen wir das so. Das heißt, hier haben wir den Importbus. Hinten bei grün. Ja, das ist halt das Problem. Teilweise muss man hier wirklich bei den Zeiten auch so ein bisschen aufpassen. So, dann schauen wir nochmal. Ah, Moment, nee, wir haben hier oben gewählt. Wir brauchen ja hinten. Was mache ich falsch? Weiß Hier kommt nicht. grün. Grün ist der. Also hier kommt schon mal Wasser. Hier ist das hinten, das war unten, oder? Ich verstehe es nicht, weil wenn ich das jetzt hier reinpacke. Ah, ne, ich bin natürlich blöd. Ha! Ach Gott. Es ist natürlich nicht das Jellorium, was wir hier reinpacken wollen, ist ja auch klar. Wir wollen ja das Cyanid. Ach ja, ist schon spät heute. Langer Tag in der Arbeit. Du arbeitest noch? Ja, hin und wieder hilft's nichts. So, aber jetzt nehmen wir gleich mal ein paar mit. Ich arbeite noch, ja, du auch. Ich auch? Nee, nee. Doch, Ich ich sehe glaube mich schon. selber als Künstler, so ist das. Ja, das stimmt. So, das machen wir hier raus. Und hier ist jetzt dann doch rot. Und hier gelb. Er muss hier 2 reinliefern. Und dann sollte der Reaktor hier eigentlich losgehen. Strom hat auch. Ah, jetzt hat er eins gemacht. Ah, okay, man sieht hier nicht wirklich, dass der arbeitet. Aber jetzt hat er ein Plutonium hergestellt. Das heißt, der liefert jetzt hier immer weiter rein das Cyanid und hinten raus kommt Plutonium. Und schauen wir mal ins ME-System. Da sollte jetzt Plutonium liegen. Das heißt, wenn man das richtige Zeug nimmt, dann funktioniert es auch. Klappt's auch auf. Und da haben wir 3 Plutonium. 4. Wunderbar. Dann kann ich den anderen Schmarrn hier gleich mal da wegschmeißen. Den braucht man nicht mehr. Aber was wir jetzt noch brauchen, nehmen wir mal eins mit, ist die Capacity Card.
Und zwar brauchen wir die beim Reaktor, weil der Reaktor natürlich jetzt immer noch nichts weiß davon, dass er hier auch Plutonium hätte. Mhm. Was hier rein soll, das heißt, ich packe jetzt einfach hier in den Exportbus auch Plutonium mit rein. Blöderweise kann der erstmal nur ein Item. Wenn man hier aber so eine Capacity Card reinlegt, dann kann er 4, beziehungsweise 5, ja, das ist in der Mitte noch. Und mit einer zweiten gehen dann alle. Ja, aber es reicht jetzt ja, dass wir hier ihm sagen können, die beiden bitte hier reinliefern. Das heißt, ich sag mal, der wird Jellorium aufbrauchen bis zum Schluss. Ja, und ich hoffe mal, dass wir für immer Jellorium haben. Wenn es aber doch irgendwann mal ausgehen sollte, wird er den Reaktor mit Plutonium befeuern. Ups. Und ja, da gewinnen wir auf jeden Fall dann viel Zeit. Keine Ahnung, ich meine, wir sind ja auch irgendwann mal im Urlaub, ja, ich weiß nicht, mich irgendwann mal 3 Wochen weg, ich 3 Wochen weg, und wenn dann jetzt, wenn wir jetzt hier am letzten Tag noch die Spawner eingeschaltet haben, dann ist das Jellorium, denke ich, auf jeden Fall weg, und dann hält auf jeden Fall das Ganze hier noch ein bisschen durch. Ja, Quarries sind auch schon wieder fertig, ich hatte die ja nochmal gesetzt in der letzten Folgen oder danach, ich glaube danach, das war offscreen. Ja, wunderbar. Ich gehe noch mal kurz runter, dann kann man es noch mal sich angucken. So, also ich wäre mit meiner Geschichte hier drüben soweit fertig, könnte aber auch noch mal kurz in die andere Welt gehen, weil ich befürchte, dass meine Turtle nicht läuft. Ich befürchte, die ist aus dem Chunkloader rausgelaufen. Okay. Das heißt, mit den 70, das war zu viel des Guten. Ja, wobei, ich glaube, so ein Chunk waren 16, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also nicht 64, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich glaube, es sind 16. Man kann sich ja auch anzeigen lassen hier mit F9. Mhm. Genau, F9. Das sind schon nicht so viele. Also 64 sind es nicht. Ich glaube, es waren 16. Muss man teilweise natürlich ein bisschen aufpassen, das ist richtig. Genau, was ich hier noch machen werde, ist das noch ein bisschen auskleiden, dass es ein bisschen schicker ist und hier nicht so die Löcher sind. Aber an sich ist das Ding fertig, das heißt, er produziert uns hier wunderschön Plutonium und macht Schluss hier mit dem Cyanid. schnell ist es natürlich jetzt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, aber man kann hier, glaube ich, auch nicht groß dem noch, meine Energie hat er, kriegt er mehr als genug, ja, also da kann er so viel haben, wie er will. Wasser ist hier eigentlich auch immer voll, ich weiß nicht, man könnte jetzt einen zweiten noch hinsetzen, einen dritten, keine Ahnung, aber das kann ja ruhig laufen. Theoretisch müssten wir jetzt hier dann auch sehen, wie das Cyanid weniger wird. Ja, 72, 71, ja. Er braucht halt immer 2. Und ja, oh, hier ist auch schon wieder alles voll. Naja. Okay, würde ich sagen, reicht für heute. Okay. Und ja, war jetzt ja ausreichend. Und ihr habt ja schon gehört, in der nächsten Folge ist der Michi soweit und zeigt uns irgendwas Tolles. Ich habe es auch noch nicht gesehen, weiß auch nicht, was er da treibt. Da hat irgendwas umgebaut, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, in dem okay. Sinne. Michi, jetzt erzähl noch einen kurzen Witz, dann habe ich irgendwas für den Teaser am Anfang. Einen kurzen Witz? Oder? Nö. Ich habe heute in der Kantine einen erzählt. Das war ein Brüller, oder? Weiß ich gar nicht. Ach so, ja, oh ja, der war, das war, ne, das war eigentlich kein Witz. Das war wieder so eine Geschichte, die. Das war scheiße. Naja, aber für. Nee, die war okay. Nein. Nur hab ich dir ja vorhin in der Kantine schon gesagt. Ja. Wenn, du hast ja hier einen Kollegen gefragt, ob er die schon kennt und er kannte sie nicht und dann erzählst du sie und dann habe ich ja nur gemeint, Michi, das ist immer so, wenn du dir Geschichten ausdenkst, kennt die noch kein anderer, bis du sie erzählt hast. Nein, das die Geschichte war klasse. Brauchen wir jetzt nicht, das würde zu lange. Ich meine, wir machen ja 3 Stunden Mittagspause und während der Zeit hast du die Geschichte erzählt. Ist vielleicht dann jetzt zu lang, aber ja, ich habe trotzdem einen Teaser, glaube ich. Okay, dann, coole Sache, haut rein. Wie gesagt, immer gern bewerten und Kommentare und ja. Geld, alles. Genau. PayPal-Account, ja. Werde ich mal listen.
Ja, nee, Twitch. Du hast ja gesagt, du willst mal Twitch machen. Ich muss gestehen, meine Aufnahmesoftware kann irgendwie Twitch. Minecraft kann auch, glaube ich, irgendwie Twitch. Was ich nur noch nicht hingekriegt habe, ist das Ganze dann mit einer Webcam zu kombinieren. Das kann nämlich meine Aufnahmesoftware erstmal nicht. Vielleicht brauche ich da eine richtige Twitch-Bla-Software. Allerdings, oh, da ist er ja. Da zum Abschluss sehen wir den Michi nochmal. Hallo, hallo. Allerdings, ich habe hier so eine Beschleunigerkarte drin für die Aufnahme, die das alles rauszieht aus dem Rechner und somit die CPU schont. Wenn ich jetzt eine andere Software nehme, wird wahrscheinlich nicht diese Hardware verwendet und ich weiß nicht, ob Minecraft da noch so gut läuft. Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Ich bin überglücklich, dass es so schön läuft. Ja gut, Frames könnten heute schneller sein, aber naja. Okay, in dem Sinne, bis zum nächsten haut rein. Mal. 20 Minuten, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen, ciao. Hoffentlich. Habt Spaß.